Tag, mein Name ist Lothar Berg, ich bin Schriftsteller. Und ich bin erschrocken. Ich bin erschrocken darüber, wie viele Menschen in einem Tunnel leben und annehmen, das sei die Freiheit. Nur weil es dort trocken und warm ist, weil einmal am Tag der Zug kommt und Essen, Trinken und Spiele vorbeibringt. Natürlich kann dann jeder selbst entscheiden, wie er glücklich werden will. Erschrocken bin ich nur über die Ignoranz im Tunnel. Freiheit bedeutet, ohne Verbote und ohne Sanktionen mit anderen nach gemeinsamen Regeln zu leben. Freiwillig. Jeder Rocker und jeder Biker erkennt die Gesetze und die Regeln an, die es einer Gesellschaft ermöglichen, zusammenzuleben. Jedem von ihnen ist bewusst, dass Gesetze ihn selbst, seine Familie, seine Freunde, seine Bekannte schützen. Nicht aber mit einer Willkür, mit der die Freiheit durch Einschränkungen be- und verhindert wird. Gleiches Recht für alle und für den Einzelnen. Wer die Freiheit mit Gesetzen selektiert, der verhindert die individuelle Freiheit sowie die gesellschaftliche Freiheit. In den Diskussionen haben sie mir entgegengehalten, dass sich Rocker und Biker durch ihre martialischen Namen selbst outen und damit klarstellen, was sie sind, was sie wollen. Vor allem hielt man mir die Parolen der Behörden und Medien entgegen. Etwa wie: Rocker oder Biker kennen gar keine Freiheit. Sie leben ja selbst in diktatorischen Verhältnissen. Werte Kritiker, Sie sollten keinem anderen Ihr eigenes Mäntelchen umhängen. Wer sich selbst als Outlaw bezeichnet, stellt sich als Gesetzloser dar. Ist klar. Deshalb zahlen auch alle Steuern und haben Meldeadressen. Outlaws, Gesetzlose. Damit würden sich Rocker, Biker, Motorradfahrer außerhalb der Gesellschaft stellen. Wir reden hier von einem Begriff, der sich auf Legenden wie Robin Hood, Ned Kelly, Thomas Münzer, Klaus Störtebeker stützt. Das waren Outlaws. Menschen, die sich der Ungerechtigkeit und der Bevormundung widersetzt haben. Und das kritisieren die wirklich? Freiheit bedeutet auch Leben nach dem Gleichheitsprinzip. Da möchte ich ein Beispiel nehmen. Gleichheitsprinzip. Was ist dann mit den Blue Knights? Die blauen Ritter, nach denen sich über 20.000 Motorradfahrer weltweit benennen. Ritter waren Handlanger und Gefolgsleute von Feudalherren. Ritter verfügten über Privilegien, die dem einfachen Bauern oder Bürger verwehrt blieben. Das Eigentum der Ritter erstreckte sich auf das Land und auf die darauf lebenden Bauern. Der Ehrenkodex der Ritter galt bestenfalls untereinander, während Bauern andersgläubige und andersdenkende Freiwild waren. Ritter führten menschenverachtende Kriege, sie raubten und mordeten, sie vergewaltigten, folterten und forderten Lösegeld für Gefangene. Verarmte Ritter lebten vom Straßenraub, deshalb Raubritter. Und genau nach diesem historischen Vorbild benennt sich ein Motorradverein. Was daran ist nun besser als der Begriff Outlaw? Bezeichnenderweise handelt es sich bei dem Motorradverein mit der Symbolfigur des Ritters um die Blue Knights, um einen Verein mit weltweit über 20.000 Mitgliedern, der aus aktiven und pensionierten Polizeibeamten besteht. Alles ausschließlich Personen mit Festnahmerecht. Zuerst habe ich ein wenig über das Blau gestutzt, weil sie ja blaue Kutten tragen. Das ist aber nicht an eine deutsche Partei angelehnt, sondern basiert auf die Farbe amerikanischer Polizeiuniform. Naja, und dann deren Color. Aggressiv, machtbewusst, kriegerisch. Ein Ritter, martialisch im Harnisch, mit zum Angriff bereiter Lanze. Und dazu trägt der Eitel mit Federbusch geschmückten Helm. Und der Ritter sitzt auf einem anspringenden Pferd, dem sie an die Hinterbeine ein Rad mit Flügeln transplantiert haben. Und die Flügel und die Teile des Zaumzeuges haben die Farbe Gelb. Gelb, aufgepasst. Welche Assoziation der Farbe Gelb gibt es? Richtig, Gold und Vorfahrt. Dazu das Blau der Polizeiuniform. Ein Zufall? Kann sein. Aber Ritter oder Outlaw? Zwei Klassen, zwei Freiheiten, zwei Gerechtigkeiten? Freiheit bedeutet gleiches Recht für alle und auch gegen alle. Und so hoffe ich, dass ein Verein, der sich mit der grausamen Historie der Ritter identifiziert, ebenso kritisch überprüft wird wie alle anderen Motorradvereine. Und ich nehme an, dass es bei über 20.000 Mitgliedern auch dort eine Rate von zumindest 0,2% an Straftaten gibt. Und dann sollten auch diese Herren ihre blaue Kutte ausziehen müssen.
Vielleicht sollten auch Parteien ebenso als Vereine gelten. Es könnte durchaus sein, dass einige von ihnen dann weder ihre Fahne zeigen noch ihren Namen öffentlich schreiben dürften. Oder religiöse Gesellschaften und Glaubensgemeinschaften sollten auch als Vereine gelten. Ja, aber hallo, ich glaube, da würde man auch fündig werden. Also runter mit den Talaren, mit den Ornaten und mit den Kutten von allen. Wir haben die 10 Gebote, das Grundgesetz, die Menschenrechte, alles unbestreitbare Grundlagen für ein Leben miteinander. Sie beschränken die Freiheit nicht. Wer aber anfängt, die Freiheit als Torte zu präsentieren, wer die Kirschen nur an seine eigene Familie verteilt, wer je nach Vorteil und Sympathie die großen und die kleinen Stücke abgibt und wer die Krümel am Schluss in den Hühnerhof wirft, der vergeht sich an der Freiheit. Wer sie missbraucht, um Menschen mit dem Belohnungs- und Entzugssystem zu domestizieren, der strebt nicht nach Freiheit, sondern nach Gehorsam. Freiheit gibt es nur im Ganzen und nicht als Leckerli. Man verliert sie nicht im Gefängnis, nicht in der Ehe und auch nicht in einem Verein. Man kann sie einschränken, man kann sie schwierig machen, man kann sie schwer erträglich machen. Aber Freiheit kann weder entzogen noch zugeteilt werden. Freiheit ist ein Geschenk, das wir bei der Geburt erhalten. Und es ist an uns, sie zu pflegen und zu beschützen. Das können wir nur gemeinsam tun. Deshalb sind wir heute hier. Freiheit hängt nicht daran, wie wir uns kleiden. Freiheit ist eine Fahne, die zeigt, dass ich das tragen kann, was ich will. Ob nun ein Nadelstreifenanzug, ein Hawaii-Hemd, ein T-Shirt oder eine Clubkutte. Und das muss uneingeschränkt bleiben. Sonst haben wir... Sonst haben wir irgendwann nur noch die Wahl zwischen einem blauen Hemd, einem braunen Hemd, einem Mao-Anzug oder irgendeiner Uniform, die uns alle gleich macht. Freedom is our religion ist keine Parole einer Sekte. Freedom is our religion richtet sich nicht gegen Gesetz und Ordnung, ganz im Gegenteil. Es fordert beides ein, aber für alle gleich. Freedom is our religion ist der Glauben an Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung. Freedom is our religion ist mehr als ein Protest gegen Willkür. Es ist ein Weckruf an alle, die in Freiheit leben wollen und die der Zukunft ein Leben in Freiheit hinterlassen möchten. Ich danke euch. Teilnehmer sind wir beide am runden Tisch. Brandenburg, Berlin. Wir wollen auch keinen großen Vortrag halten und das wiederholen, was eventuell schon gesagt wurde. Nein, wir wollen uns unsere Bedenken äußern und versuchen, euch wachzurütteln. Natürlich sagt die Politik, es betrifft nur die großen Club und eine Generalverurteilung sei nicht gegeben. Nach unseren Erfahrungen, Willkür und Vorverurteilung sind immer an der Tagesordnung, wie es sich immer wieder bei Kontrollen und Bikertreffen zeigt. Auch die Medien machen hiervor nicht Halt. Schlechtes wird hochgeschaukelt. Gutes wie Spendenaktionen der Biker werden nicht mal erwähnt. Wir sind weder Menschenhändler. Waffenschieber verticken Drogen. Wir sind einfach nur Biker. Fühlen uns in der Gesellschaft der Biker wohl und möchten es nicht mehr missen. Es ist für uns, wie auch ihr, die hier alle steht, eine Lebenseinstellung, für die wir uns entschieden haben und wir lieben diese Lebenseinstellung. Auch wenn es feine Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen gibt, möchten wir dieses Leben nicht mehr missen und geschweige denn von irgendjemandem verboten bekommen. Das bedeutet, das Kuttenverbot und Kennzeichnungsverbot macht bestimmt vor keinem Halt, vor keinem. Im Augenblick sind wir Biker, die Bösen und Betroffenen. Wenn wir das alles so lesen und hören, sehen, erinnert uns das stark an eine Hexenjagd gegen Biker. Die bösen Rocker und Kuttenträger, die dürfen verfolgt, denunziert und geächtet werden. Wacht auf, lasst euch nicht ein X für ein U vormachen. Es geht uns alle was an. Wir möchten mit einem Zitat schließen. Ein Zitat der Black Jackets, obwohl es keinen Biker-Club betrifft, trifft das Zitat den Nagel auf den Kopf. Wann rafft ihr es endlich, dass nicht der ein oder andere Club gefickt wird, sondern dass wir alle gefickt werden? Auch wir von der Simson-Garde fühlen uns davon betroffen.
In dem Sinne, wir sehen uns auf der Straße.